packt das kleine Kleeblatt noch die Relegation. Einen Fingerzeig wird diese vorgezogene Partie vom letzten Spieltag gegen die Spielvereinigung Unterhaching liefern. Die Fürther U23 muss gewinnen, um die Chancen deutlich zu verbessern. Allerdings kommt mit der Truppe von Sandro Wagner ein undankbarer Gegner. Mit 9 Partien in Folge ohne Niederlage gehört der Drittliga-Absteiger in Blau aktuell zu den besten Teams der Regionalliga. Als Erste meldeten sich aber die Hausherren an in dieser Partie. Hachings Keeper Fabian Scherger lenkt mit einer Weltklasse-Parade den Freistoß von Daniel Adlung noch ans Quergebälk. Fürth also sofort auf Betriebstemperaturen. Wie beim letzten Heimspiel gegen Pipinsried bekommen sie nach 8 Minuten einen Elfmeter zugesprochen. Profi-Leihgabe Afimiku Pululu wurde gefoult und tritt selbst an. 1:0 für das kleine Kleeblatt. Auch am Samstag hatte Pululu den Elfer geschossen. Die Hachinger aber nicht geschockt, einer der ganz vielen richtig Jungen im Team, nämlich Leonard Grob, mit dem Versuch einer sofortigen Antwort. Und auch in der Folge hielt das Match, was die Anfangsphase versprochen hatte. Zunächst wieder Fürth nach einer Flanke von Fabian Baumgärtel, etwas Verwirrung im Gästestrafraum und dann rauscht aus dem Hintergrund Devin Angleberger heran. David Pissot verhindert ihr unfreiwillig das 2:0. Wenig später hätte aber auch der Ausgleich fällig sein können. Tolle Flanke auf den Schädel von Liga-Top-Torjäger Patrick Hopsch, aber Leon Schaffran mit einer ebenso tollen Parade wie vorher auf der anderen Seite Scherger. Danach ließ die ganz große Torgefahr bis zur Pause etwas nach. Tempo, Zweikämpfe und Abschlüsse waren trotzdem jede Menge drin in einer richtig guten Regionalliga-Partie vor den gut 400 Zuschauern in Burgfarrnbach. Wagner allerdings offenbar nicht allzu glücklich mit den ersten 45 Minuten. Er wechselte zur Pause gleich 3-mal, brachte aber nicht viel. Haching vorerst ohne die nötige Durchschlagskraft. Fürth verteidigte dagegen konzentriert und setzte selbst den ein oder anderen Nadelstich. Willi Kamm hätte hier nach 54 Minuten für Nervenberuhigung beim Kleeblatt sorgen können. Längere Zeit tat sich dann in beiden Strafräumen nichts, eher ein Kopfball von Pissot nach einer Ecke wieder für etwas erhöhten Puls sorgte. Kurz darauf wurde der erhöhte Puls sogar zur Schnappatmung, denn Adlung muss hier eigentlich selbst abschließen und nicht nochmal querspielen. In der absoluten Crunch-Time taten sich dann weitere Räume für Fürther Konter auf. Der Versuch des eingewechselten Elias Kratzer wird noch vor der Linie gestoppt. Und so blieb die Tür also immer noch offen für die Gäste. Simon Skalatidis nochmals mit einem nicht ungefährlichen Abschluss. Doch quasi mit dem Schlusspfiff erlöste Adlung dann mit einem direkt verwandelten Freistoß seine Mannschaft. 2:0 also am Ende und Fürth wieder mittendrin im Kampf um den Klassenerhalt. Ich hätte mir gewünscht, dass wir einfach viel früher das 2:0 machen. Das ist dann letztendlich in der, keine Ahnung, 93. der Adi macht mit so einem Freistoß cool. Aber wir haben einfach im Laufe des Spiels einfach mehrere Chancen, wo wir den Sack zumachen müssen. Ja, letztendlich fühlt sich sehr direkt nach dem Spiel natürlich sehr, sehr bitter an, die Niederlage. Wir haben uns natürlich viel mehr vorgenommen heute. Was das Ergebnis betrifft, in der ersten Halbzeit haben wir mit einem Geschenk den Gegner ins Spiel gebracht. Wir aber selber waren schon bemüht. Das wollen können wir unserer Truppe heute definitiv nicht absprechen. Aber am Ende des Tages war es zu wenig. Und somit geht die Niederlage ja völlig in Ordnung. Haching verpasst also das 10. Spiel in Folge ohne Niederlage, wird das Ganze aber sicherlich verschmerzen können. Fürth dagegen springt vorübergehend auf Relegationsrang 17 und hat nun den Druck auf Eltersdorf und Memmingen enorm erhöht. Das kleine Kleeblatt tritt zum Abschluss beim nun sicheren Absteiger Schalding an. Sollten sie da gewinnen und die Quecken oder die Allgäuer, die ja noch 2 Spiele haben, patzen, spielen die Mittelfranken Relegation.